Hallo miteinander. Heute schauen wir uns den Gepäckträger für mein Little Buddy an. Wir packen jetzt also gemeinschaftlich mal das Paket aus und schauen, was da alles Schönes drin ist. Es ist schon mal in einem sehr guten Zustand angekommen. Dann ist es nochmal hier mit einer Pappe und einem Beutel geschützt. Das Zubehörmaterial. Das ist also der Gepäckträger. Hier hinten haben wir die Befestigungspunkte. Hier sehe ich, hier sind Gewinde drin. Bin ich mal gespannt, wie die Montage vonstatten geht. Mal hier für euch im Detail. Hier sind die Befestigungspunkte für die Lampe, fürs Licht. Von der Bearbeitung sieht er sehr gut aus. Keine scharfen Kanten, die Schweißnähte sind ordentlich. Ja, hier auch alles entgratet. Die Pulverbeschichtung ist nirgendwo abgeplatzt. Das sieht sehr gut aus. Hier für euch nochmal im Detail. Hier sind also Gewinde drin, so dass man, schätze ich mal, durch die Gabel einfach nur Löcher bohrt und die Schrauben dann hier drin befestigt werden. Jetzt kommen wir zum Befestigungsmaterial. Wir haben hier ein Tütchen mit allen benötigten Schrauben und mit dieser kleinen Adapterplatte, um das Licht zu befestigen. So, die Schrauben sind in der Extratüte drin. Die Schrauben sind hier mit einem Selbstsicherungslack Das Set besteht aus verschiedenen Schrauben. Ich sortiere die mal. Das sind hier einmal etwas kürzere Schrauben in zwei verschiedenen Ausführungen im Gewinde. Ich schätze mal M4 und M5. Hier auch nochmal etwas größer. Einige Unterlegscheiben bzw. Sicherungsringe und eine selbstsichernde Mutter. Das ist der Adapter für die Beleuchtung. Den wird man also dann hier so befestigen können. Oder so. Schätze mal so. So wird er befestigt. Eine Montageanleitung ist jetzt in dem Paket hier nicht enthalten. Die lädt man sich von der Seite von Rough Cycle runter. Dort ist dann auch die Bohrschablone, womit ich auf der Gabel die Position ermittle, wo ich dann die Durchgangslöcher bohre, um den Gepäckträger zu befestigen. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich den Gepäckträger montiere. Also lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich aufs nächste Mal.